Meine Lieben, ich grüße euch zur neuen Tagesbotschaft. Wir schauen wieder, welche Energien sich heute zeigen möchten. Ihr bedenkt bitte, es ist eine allgemeine Legung. Das heißt, die Karten können, müssen aber nicht mit euch in Resonanz gehen. Ich lasse die Karten wie immer springen. Hier hat sich auch schon die erste gezeigt. Der Page der Schwerter. Wir schauen weiter. Welche Karten wollen hier noch springen? Dann haben wir hier die 9 der Münzen. Die Welt. Welche Karte wird hier noch wichtig? Oh, die 6 der Stäbe. Okay. Und Ass der Münzen. Das ist jetzt interessant, weil wir haben hier an sich wirklich nur positive Karten. Mit dem Page der Schwerter. Pagen sind Nachrichten. Die Schwerter sind natürlich klare Kommunikation, nicht unbedingt die hochemotionalste kommunikative Ebene, sondern sehr klar, sehr rational, sehr analytisch. Es könnte sich hier heute um Nachrichten von Ämtern und Behörden oder irgendetwas, was jetzt nicht zwangsläufig im emotionalen Bereich, ja, verankert ist. Weil mit den 9 der Münzen geht es um das Thema Finanzen oder Arbeit. Und mit dem Ass der Münzen geht es auch um etwas, ja, im Erdelement, also Arbeit oder Finanzen. Es geht um Beständigkeit, Stabilität. Mit dem 6 oder mit den 6 der Stäben geht es hier um positive Meldungen, positive Veränderungen, auch mit dem 9 der Münzen. Das ist tatsächlich eine sehr wertsteigernde Karte. Und die 6 der Stäbe ist eine Siegesenergie. Vielleicht wartest du auf irgendwelche Nachrichten von Ämtern und Behörden, von Gericht, wie auch immer. Und die könnte sich hier heute tatsächlich auftun. Mit der Welt geht es darum, irgendetwas abzuschließen und auf eine sehr hohe Ebene zu bringen. Ne? Also das hier ist, also wenn hier heute Nachrichten eintreffen, dann sind es auf jeden Fall sehr, sehr positive Nachrichten, aber nicht zwangsläufig die emotionalsten Energien. Oder die Nachrichten kommen von einem Page der Schwerter. Das könnte jetzt Waage, Zwillinge, Wassermann sein, von einer jüngeren Person, als du es bist, egal ob männlich oder weiblichen Allgemeinlegung. Und in dieser Nachricht erfährst du halt irgendetwas Wertsteigerndes, man macht dir ein Angebot, du hast irgendwie einen Sieg, eine neue Etappe in irgendeiner Situation erreicht, auch das wäre möglich. Wenn es sich hier nichts um Arbeit oder Finanzielles handelt, dann ist es aber eine Nachricht von einer jüngeren Person, ja, also irgendetwas freudig hier. Dann haben wir hier den Mond, unter dem Page der Schwerter, der Mond ist ja an sich auch eine Karte der Anerkennung, es ist aber auch die Karte der Angst, ne? Ist eine Fische-Energie, vielleicht spielt ja auch eine Fische-Person eine Rolle, vielleicht ist ihr jemand auch einen Weg der Angst gegangen, vielleicht hat sich ja auch irgendetwas Geheimnisvolles aufgedeckt, ne? Weil Fische 12. Haus ist auch immer so das Haus der Geheimnisse, etwas oder jemand, der hier nicht greifbar war. Wir schauen mal weiter. Oder hier möchte jemand einen Weg der Angst gehen. Ne? Das ist ja interessant. Ne? Hier hat sich nämlich irgendjemand aus einer Situation davongeschlichen oder versucht hier jetzt auf eine sehr intelligente Weise wieder die Kurve zu bekommen. Mit den 4 der Kelche geht es hier um eine Situation, in der etwas nicht so funktioniert hat, wie man es sich ursprünglich vorgestellt hat. Es wurde irgendetwas nicht angenommen. Man hat irgendwie auf eine emotionale oder wertvolle Geste nicht reagiert. Man war ja in einer Situation bockig. Wir schauen mal noch. Ich hätte gerne mal noch eine Karte bitte noch. Eine Karte. Ja, und die 9 der Stäbe, hier ging es um Schutz. Das haben wir hier an der Unterseite, den Teufel. Das ist ja das volle Gegenteil von den anderen Karten, ihr Süßen. Aber da wir hier ja die Klärungsenergien genommen haben, gehe ich wirklich davon aus, dass in irgendeiner Situation heute ein Wandel passiert. Etwas, wo man entweder vielleicht auch an jemanden nicht rangekommen ist. Es könnte natürlich jetzt auch Ämter und Behörden sein. Irgendetwas hat sich gezogen. Man war ja nicht ehrlich, ne? Und es kann jetzt halt sein, dass man hier wirklich zu seinem Recht kommt, dass man hier, dass Dinge aufgedeckt wurden. Vielleicht hast du auch in einer Sache sehr auf etwas beharrt und jetzt bekommst du das, weil du eben auch stur warst. Ne? Also es könnte sich heute hier tatsächlich etwas bezahlt machen.
Mit dem Teufel an der Unterseite kann es aber sein, dass du hier so ein bisschen, entweder du bist es, die oder der hier an etwas zweifelt, an so einem Angebot, an so einem Entgegenkommen, dass du denkst, naja, irgendwas könnte doch hier auch wieder faul sein. Ich lasse jetzt hier mal noch eine Klärungsenergie für den Teufel springen. Eine Klärungsenergie für den Teufel. Ja, Versöhnung, Annäherung. Es war mein Gefühl. Hier haben wir zwei Liebende, hier haben wir zwei, die sich annähern. Das haben wir hier an der Unterseite und der König der Kelche. Also wirklich eine Fische, Krebs, Skorpion-Energie. Es könnte sein, dass du hier dem Frieden nicht so ganz glaubst, ne? Also wenn sich hier jemand wirklich zurückgezogen hat, jemand nicht greifbar war, etwas, oder sich jemand aus einer Situation davongestohlen hat, dann könnte sich hier heute ein Wandel ergeben. Eigentlich etwas sehr Positives, was du aber anzweifeln könntest. Ich sage auch immer, Vorsicht ist immer vollkommen in Ordnung, ne? Je nachdem, in welcher Situation und in welchem Schweregrad du hier auch bist, das musst du natürlich auch immer für dich entscheiden. Aber du könntest hier Gefahr laufen, dass wirklich ein ernst gemeintes ist. Ich habe schon den Eindruck, dass hier etwas sehr ernst gemeint ist, ne? Dass sich hier jemand eigentlich selbst ein Bein gestellt hat und das jetzt auch erkennt, dass man hier so auf Schutz gegangen ist und festgestellt hat, dass du da eigentlich gar nichts dafür kannst oder dass du ja gar nicht der Bösewicht bist, ne? In Anführungsstrichen. Und dass hier jemand wirklich seinen Emotionen freien Lauf lässt, sich seiner Emotion bewusst geworden ist, gespürt hat, wo habe ich mich davon gestohlen. Also es könnte hier tatsächlich eine Fische, Krebs, Skorpion-Energie sein. Es könnte eine Jungfrau-Energie sein. Es könnte eine Steinbock-Energie sein, die hier wichtig werden könnte heute. Ja, also eigentlich stehen die Zeichen gut. Aber da sage ich halt auch immer, ne? Wie entscheidest du dich? Ihr Lieben, ich wünsche euch einen zauberhaften Tag. Bleibt mir alle schön gesund und dann hoffentlich bis bald. Eure Helene.